ich war hier. Zwei Schläge und die Hüfte geht rein und reiner und nicht. Na, was ist jetzt mit dieser Seite? Den Arsch. Ja, ihr habt den ganzen Druck jetzt verloren. Ich jetzt versuche sowas zu machen, aber denk nur mal wirklich realistisch. Komm mal her, bitte. Angenommen, habt ihr das und schiebt den hier nach vorne. Ich weiß nicht, also wenn das einer bei mir macht, aber wenn ich jetzt hier noch das hier, der Arm ist ab. Das ist nicht gut. Ja? Grundsätzlich gilt, die Hand ist immer hinter der Waffe. Wenn ich den Arm nach vorne strecke, dann wird er abgehackt. Der Stock macht doch den ganzen Menschen zur Waffe. Also wenn ich hier gehe, muss ich nochmal zurück. Also wenn der mich hier haut, ja, schneller, ist wirklich rein und reiner. Als wenn ich das nochmal in den richtigen Fuß arbeite, da kommt es gar nicht zum Kontakt. Das ist natürlich der Idealfall, aber wenn es zum Kontakt kommt, auf keinen Fall sowas hier. Nein, nicht gut. Als Schwertmann, als europäischer Schwertmann wohlgemerkt, ne, sollte halt immer zusehen, dass man hier vorne bleibt. Wenn die philippinischen Künstler irgendwie so alles gut sollte machen. Aber ich sage mal, warum muss ich nach Asien meinen Blick richten? Die europäischen Schwertkünstler sind super, super genial. Die Leute haben die früher auch um ihr Leben gekümmert. Das hat alles Hand und Fuß. Man muss diesen philippinischen Kram nicht machen. Also wirklich, das ist entscheidend. Power, ein einziger Schlag und die Sache muss gegessen sein. Mach zwei Schritte. Das ist egal, mit welchem Schlag ich arbeite. Aber hier, 1, 2, 3, 4 Stich. Mit Gehörschlägen. Grundsätzlich geht es immer nach vorne, es sei denn, ich stehe auf der anderen Seite vorne. Also. Kann man auch mal, aber muss ich nicht schnell pumpen. Das. Ups, dann macht daneben noch aufs Ort. Das kann stehen. Hat viel Power, klar, aber es exponiert immer diese Seite. Ich habe immer den Gedanken, dass wenn ich den hier gehauen habe, hier jetzt rüber geht, der eventuell nochmal kommt. Deswegen arbeite ich, bin hier gleich bereit, also mein Weg ist hier extrem kurz. Diesen ganzen Weg spare ich hier, den brauche ich gar nicht. Und ich habe trotzdem, wenn ich weiß, wie es geht, die maximale Power hier, diesen ganz kurzen Bewegung. Und das ist natürlich nicht einfach. Man muss verstehen, wie die Biodynamik läuft. Aber das zeigen wir mal gut zu C, ne? Das ist eben echt ein Schwertkurs. Ihr könnt das ja mal mit solchen Schwertern da vielleicht zeigen. Ja, heißt, wenn der mich jetzt irgendwie haut, ich werde ihn hier ab und versuche sowas hier zu machen. Warum? Warum die Schulter hier reinnehmen? Ich bin doch hier total schwach auf dieser Seite. Ja? Ich bin hier völlig, völlig schlapp. Arbeite ich so ist der Weg viel kürzer. Und ich habe auf beiden Seiten, hier und hier, den maximalen Druck. Also, er macht nicht so eine Filmtechniken, sondern arbeitet kurz. Ja, wenn du von der Seite kommst, ja, eine Hüfte in der ganzen Geschichte. Und nicht irgendwie, zack, so, klasse, der nächste kommt von da und ich bin am Arsch. Selbst wenn ich mit dem Hinter heiße, also angenommen, ich werde mich einfach ab, so, denk jetzt von hier weiter. Ich mache nicht das. Ich versuche die Seite nicht weiter reinzunehmen als bis hier, weil das ist meine Primärwaffe. Das heißt, wenn ich hier arbeite, den hier benutze, nehme ich ihn nur bis hier und werde das Ding hier ab, mache ich auf gar keinen Fall sowas, sondern dann ist es noch klarer, das hier. Hier wird abgewehrt, hier wird geschlagen, weil hier habe ich Power, hier habe ich auch Power. Bin ich hier, habe ich hier keine Power, arbeite bloß ab. Ist unlogisch, macht keinen Sinn, wirklich, macht euch mal Gedanken drüber. Also, arbeitet so in dieser Geschichte. Das ist ganz großes Kino. Ja, und das gilt für alle Schläge auch. Wenn ich irgendwie von hier unten, das heißt einen Vierschlag mache, dann sage ich, nee, du kommst von oben, aber ja, so arbeite. Ist doch viel schneller, als wenn ich das hier mache. Weil von hier, die hier aufgeschnitzt habe, die hinter hier ist doch viel einfacher. Das sind nun mal so ein paar klassische Beispiele, wie es eigentlich sein sollte. Okay, jetzt mal. Komm mal mit dem Fußball. Ausprobieren. Ja, mit so einer Fußarbeit. Das ist die einzige Möglichkeit, weil hier stehe ich mal hier vor, dass die Schulter tatsächlich nach hinten geht. Das ist eine sogenannte Schwertbandfußarbeit, um hier wieder weiterzumachen. Aber grundsätzlich ist es immer das, die Seite bleibt vorne. Ja, also ich hau mich, ich hau zu ihm hin und arbeite von hier einfach weiter. Das ist die logische Lösung. Sollte er auch nochmal das Ganze mit einem Zweierkonzept arbeiten, ich arbeite hier zu ihm hin, wie man sieht, dann ist es wieder hier, dass ich hier und hier Power habe. Also der Gedanke muss immer so sein, ich habe auf beiden Seiten Power, ich bin nicht einmal hier in meiner Schwäche oder mit einer Seite der Schwäche. Immer Power auf beiden Seiten. Ach, gut, C, Vollgas. Okay.
2. Das wäre die einzige Möglichkeit. Wir werden hier Power, aber auch hier, oh, hier rüberziehen. Naja, ansonsten ist es immer rein. Aber die Passenblocks, das ist die einzige Sache, wo ich wirklich meine Hand mal davor habe. Aber grundsätzlich, ich starte von hier und nicht, ja, wenn man da zieht, Feierabend. Das ist wirklich der größte Schwachsinn. Am allerschlimmsten sind Leute, die so stehen. Die haben gar keine Ahnung, weil ne, ich hier Arm ab. Total am Box. Das ist immer, das passiert, weil die Leute keine Ahnung haben von Fußarbeit. Das passiert eben, ne, wenn du mich jetzt haust, ich hau dich und die Oma ist sowas. So. Und dann haben wir hier Kunde Molle. Ja, ja, ist klar, haben wir natürlich auch Tricks, wie man hart arbeitet. Aber grundsätzlich ist das. Ich bin in der Stockdistanz, ich gehe raus, der kommt auch nicht zu. Ich bin weg. Ja, und nicht irgendwie, wir sind zwei Affen, die aufeinander zurennen und wer von uns beiden das jetzt besser kann, hat gewonnen. Technischer Blödsinn. Ja. Wir haben wirklich in allen Turnieren alles gewonnen und auch sonst alles gewonnen. Also macht schon Sinn und Verstand, was wir machen. Ja, schön kurz rein. Ich denke, er hat gesehen, ich bin hier rumgegangen, er hat ihn trotzdem so gekurvt. Genau, das übrigens auch nochmal. Eine Hüfte, das heißt, wenn er kommt, ich arbeite hier eine Hüfte und nicht eins, zwei, nein. Eine Hüfte, der Grundgedanke ist ja das, ich will ihn hier gleichzeitig vernichten. Und zwar nicht so, weil hier bin ich in meiner Schwäche, wenn er hier drückt, wird schwierig. Hier habe ich maximalen Druck, hier auch. Ja, und das Ganze in der Figur 8 Bewegung ist dann halt das. Geile Nummer. UCC Hamburg, übt es und ihr steht weit vorne. Danke. Das ist toll und das ist lustig. Aber das hat keine Chance gegen das. Das. Das ist nicht so spektakulär, aber das funktioniert. Ja, das andere gut, das mag auch funktionieren, aber es gibt meistens dann doch immer so Geringe und Gezappel und so. Bei meiner Art gibt es das nicht. Da knall ich die Leute wirklich um. Und egal, wo ich treffe, ob ich hier ein Schlüsselbein zerstöre, die Hand kaputt hau, ja, dann kommt sowieso Feierabend. Oder das Ding hier richtig reinsteckt, die Rippen zerschlag. Da macht keiner mehr was nach. Das sind halt Erfahrungswerte. Wenn das sitzt, das oder das, dann war's das. Ich glaube, es mir oft genug probiert. Okay, Fuß. Was wir hier machen, ist ein Spielchen, das wir nicht machen, damit einer gewinnt, sondern um einfach mal ein Feeling zu kriegen, für Short Power, auf kurze Distanz hart hauen zu können und gleichzeitig eben in einem minimalen Raum zu bleiben, wenn man arbeitet, eben nicht mehr so, ja, weil die Realität in dem Fall wäre ja das, Arm ab, Hand ab, ne? Das klappt nicht. Hier geht es darum, wenn er mich haut, dass ich so arbeite, kurzen Kurven bin, dass ich aber permanent hier vorne in meiner Stärke bin und nicht, nochmal bitte, hier, wenn er jetzt voll reinwächst, ich habe keine Power hier, ja, das war's dann, dann kriege ich meinen eigenen Stock in den Kopf und sei noch hinterher, sondern dass ich seine Energie durch meine aufhebe, zweite Newtonsche Gesetz, ja, das heißt, er auch, ich hebe seine auf und gleichzeitig auf kurze Distanz eben richtig schön Druck hier reinbringen. Genau, gleichzeitig wird noch mit dem Handshake geübt. Man kann das als Passing-Block machen. Ja, und wenn man das immer schön übt, die wirklich realistisch das Ganze ein vorbereiten für einen richtigen Kampf. Ja, der nächste Schritt ist dann ein Schwein mit dem Helm. Realistischer kann man es nicht machen, wenn man nicht im Krankenhaus landen will. Kannst du mir empfehlen, mach das auch so. Macht auch Spaß. Und wie gesagt, diese Short Power, die Waffe ist weg. Das ist
ist ja auch das, was wir hier machen, wenn wir hier arbeiten, um das von hier den Druck nach vorne bringen, ohne irgendwie hier in so eine Schwächesituation zu kommen. Was sehe ich immer so für tolle Sachen, diese Krav Maga-Blocks irgendwie. Ja genau, weil da holt er mal richtig rein, dann fliegt er in die nächste Ecke, das klappt nicht. Das ist Murks, ein Block, wenn er mich haut. Ne? Das muss immer hier sein, wo ich Druck habe. Hier und hier muss der Druck nach vorne gehen. Na komm, hier den Druck richtig reinnehmen. Ja, sonst ist das, naja, nicht wirklich umsetzbar gegeben. So, üben wir mal das gleiche Konzept, was ich hier mit dem Stock gemacht habe. Dieses rein und reiner Konzept, das funktioniert ja hoffenlos genauso, dass ich hier rein und reiner arbeite und eben nicht rein und hier zurück. Das ist auch super, klar, hier direkt an die Backenhaupt als Innen-Außenblock. Aber das ist es, worum ich hier, siehst du den Druck, den nach vorne geht, genau, den Druck habe ich hier nicht. Hier kann ich jetzt zwar nur Backpfeife hauen, aber genau, ich selber habe natürlich Probleme. Ja? Hier bin ich stabil, du fliegst. Das ist natürlich besonders entscheidend, wenn man so ein Viech wie den da hat, der irgendwie 300 Kilo wiegt oder sowas wie Andrew's a Giant. Also, ja. Das kann man sehr schön als eine Platzübung, übrigens das, was ich hier gerade gemacht habe, das ist so, wenn der mich noch rückwärts geht, dass ich hier nochmal schön hinterher gehe, eine einzige Hüfte meinen Job reinbringen. Gut, das ist ja die UCC-Kombi Nummer 16. Die ballert erstmal schön hier die Platzen rein. Das heißt, die ersten beiden, eine Hüfte und weiter nach vorne. Also 1, 2, 3 und dann kommt ihr hinterher. Drei Sachen mit einer Hüfte. 1, 2, 3 und kommt hinterher. Ja, cool ist, macht das mit einem Schritt. 1, 2, 3, Schritt und dann hinterher. Tja, das war jetzt mal ein Video für alle, die einen freien Geist haben. Und sich vielleicht mal Gedanken machen wollen, dass es auch noch andere Wege gibt, die nicht ganz so geil aussehen, aber die es dafür bringen. Ja, und ansonsten immer jederzeit für ein paar Runden Sparring vorbeikommen, dann kann man das am besten testen. Macht ja auch Spaß. Und ja. Das ist das Einzige, wo man es dann richtig probieren kann. Vollgas. Man macht sich keine Gedanken und macht das Ganze immer als Kampfsport, so wie die meisten Alis, das Krima, Kali, Silan und wie sie alle heißen, Leute, die gerne rumwirbeln. Alles schön und gut. Aber maximalen Dampf und so funktioniert wirklich nur auf diese eine Linie. Ist so. Ne? Glaubt es, lasst es, hasst mich dafür, ist mir egal. UCC.